Die diesjährige Mitgliederversammlung fand in den Räumlichkeiten der Johnson & Johnson Medical GmbH in Norderstedt statt. Auf der Tagesordnung stand unter anderem ein Kurzbericht über den bisherigen Stand der Vereinsausrichtung sowie die Zusammenfassung aktueller und neuer Projekte, Mitgestaltungsmöglichkeiten und Strukturen. Also über Norderstedt Marketing kann man sich engagieren, ohne parteipolitisch gebunden zu sein oder in bestimmten Fakultäten anzuhängen. Man kann etwas für seine Stadt tun und was ich persönlich sehr gut finde, auch viele eigene Ideen aufbringen, auch durchaus verwirklichen. Auch Themen, die viele Menschen ansprechen, die ansonsten über andere Institutionen nicht so leicht zu verfolgen wären. Norderstedt Marketing hat jetzt ja 5 verschiedene Handlungsfelder identifiziert in Arbeitsgruppen. An diesen Arbeitsgruppen habe ich natürlich auch selber teilgenommen, mich dort eingebracht mit Meinung und mit auch dem Blick aus einer bestimmten Perspektive. Aber ich glaube, es ist ja auch gar nicht wichtig, das Einbringen des Einzelnen, sondern hier ist es wirklich wichtig, dass viele zusammengekommen sind und durch das Zusammenwirken sind die Ideen entstanden. So war es in den Arbeitsgruppen wirklich so, dass eine Idee im wahrsten Sinne des Wortes auf den Tisch geworfen worden ist. Wir haben auf Tischpapier geschrieben und von anderen weiterentwickelt worden ist und so kann man auch ein bisschen dieses Arbeitsklima innerhalb Norderstedts beschreiben. Es ist ein sehr kreatives Klima, ein sehr motivierendes und spaßbringendes Klima. Bei der Einzelwahl des geschäftsführenden Vorstandes wurde Stefan Witt im Anschluss als Vorstandsvorsitzender einstimmig bestätigt. Ja, ich freue mich. Also ich bin seit 1999 im Verein, seit 2002 darf ich den Verein auch führen mit meinen beiden Vorstandskollegen. Und ich bin gerne wieder angetreten, weil ich denke, wir haben in der Stadt viele Impulse geben können, aber eben auch nicht ich alleine oder meine Vorstandskollegen, sondern wir im Verein. Und das zeichnet das Ganze ja aus. Und wissen Sie, wenn Sie so ein, darf das mal flapsig sagen, so einen lebendigen Haufen haben, der eine Stadt mitgestalten möchte, dann haben Sie auch Spaß daran, sowas mitzubegleiten und das auch in der Verantwortung. Und deswegen stelle ich mich da gerne und freue mich auch, dass ich es noch machen darf. Okay.